Ich lese eine Einführungsvorlesung in Physik. Das Lernmaterial in digitaler Form spielt bei meiner Vorlesung eine wichtige, wesentliche Rolle. Es gibt Videoübungen, es gibt Podcasts. Dann Studierenden können gezielt ausgewählte Aspekte der Vorlesung nochmals anschauen. In diesem Zusammenhang erwähne ich gern diese Konzeptfrage mit mehreren möglichen Antworten. Nur eine ist korrekt. Und dann ich gebe 2-3 Minuten im Hörsaal, wo die Studierenden in kleine Grüppchen quasi die Fragestellung bearbeiten, diskutieren können. Und dann schauen wir statistisch zusammen im Hörsaal, wie das Ergebnis aussieht, oder? Damit werden die Studierenden interaktiv bei der Vorlesung mitmachen können. In der Vorlesung versuche ich auch, die Experimente so zu gestalten, dass physikalische Gesetze mit den Experimenten eingeführt sind. Ich zeige das Experiment und dann frage ich im Gremium, was haben wir von Experiment beobachtet? Das ist die typische experimentelle Art und Weise eines Physikers. Lehrinitiativen, die die Einbettung der Studierenden bei solchen frontalen Vorlesungen ermöglichen, sind sehr willkommen. Die Studierenden sollen auch lernen, kritisch zu evaluieren, welche sind überhaupt meine Bedürfnisse. Die Studierenden können somit mitmachen und es ist nicht nur frontal. Und dies ermöglicht quasi ständig einen Dialog mit den Studierenden.